Nach 13 Jahren Eingemeindung blickt der Wessi auf den Ossi noch immer wie auf den armen Verwandten aus dem Tierreich. Nur das überhebliche Wohlwollen ist verschwunden. Noch sagt es keiner öffentlich, aber insgeheim glaubt jeder, die Stinker fressen uns die Haare vom Kopf. Sie plündern die Rentenkasse, treiben die Krankenversicherung in die Höhe und kassieren auch noch die meisten Zuschüsse vom Bund und aus Europa. Deutschland ist am Ende, weil die vorbildlichen Westdeutschen 17 Millionen Arschgeigen an der Backe haben. Ihr Hauptberuf ist ABM, in ihrer Freizeit sind sie Flutopfer und wenn sie nicht genauso viel Valuta kriegen für halb so viel Produktivität wie im Westen, fangen sie an zu streiken. Das ganze Land haben sie 40 Jahre vergammeln lassen. Und statt jetzt mal umsonst zu Hacke und Spaten zu greifen, wie unsere 45, fliegen sie mit Billigbombern in die Domrep und verjuxen ihre Stütze. 13 Jahre nach der Kapitulation stände ihnen ein Lebensstandard wie hierzulande 1958 zu. Eine Hose zum Wechseln, Papa fährt mit dem Moped ins Zementwerk und geschissen wird auf halber Treppe. Aber nichts da. Der volkseigene Osteuropäer will genauso sein wie wir. Nach fast 60 Jahren Knechterei auf dem Weltmarkt, wie soll das denn gehen? Doch es gibt ein Fünkchen Hoffnung für alle Wessis, die die Schnauze voll haben. Der Ideologieträger Nummer 1, das Fernsehen, bereitet durch seine Ostalgie-Märchensendung die allmähliche Wiederverschließung der Mauer vor. War doch alles gar nicht so schlimm da drüben. Zieht euch die lustigen blauen Hemden wieder an und den antifaschistischen Schutzwall wieder hoch. Schwuppdiwupp haben wir wieder eine mopsfidele Biber-Bundesrepublik und kommen euch auch mal besuchen, wenn's nicht zu teuer ist.